Hallo, ich bin Tanja von den Consultants bei Inteam. Ich zeige euch heute, wie ihr in Teams, OneDrive und SharePoint die Ordnerfarben anpassen könnt, um diese schneller wiederzufinden und wie ihr in all drei Oberflächen Favoriten setzen und diesen Status auch wieder entfernen könnt. Außerdem, wo ihr in OneDrive eure Favoriten dann wiederfindet. Beginnen wir zunächst einmal mit der Teams-Oberfläche. Ich habe hier schon einen Ordner vorbereitet. Diesen könnt ihr dann zum Farbe ändern entweder mit Rechtsklick auswählen oder über das Drei-Punkte-Menü wählen. Hier unten findet ihr dann die verschiedenen auswählbaren Ordnerfarben. Das geht ganz schnell und ihr bekommt hier oben auch nochmal eine Statusmeldung darüber. Ganz genauso könnt ihr über Rechtsklick oder über das Drei-Punkte-Menü den Favoritenstatus ändern. Also entweder einen Ordner zu einem Favoriten machen oder diesen auch wieder entfernen. In SharePoint sieht das Ganze sehr, sehr ähnlich aus. Auch hier lässt sich über den Rechtsklick oder über das Drei-Punkte-Menü die Ordnerfarbe anpassen und der Favoritenstatus wechseln und auch wieder entfernen. Wenn wir dann zu OneDrive springen, ist auch hier das Ganze möglich. Ich wähle mit Rechtsklick den Ordner aus, ändere die Ordnerfarbe und kann hier zusätzlich auch noch über dieses kleine Sternchen den Favoritenstatus setzen oder wieder entfernen. Wenn ich nun zur Liste meiner Favoriten gelangen möchte, gehe ich hier links in der Navigation zu dem kleinen Sternchen Favoriten und bekomme hier jetzt alle von mir gewählten angezeigt. Das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Macht's gut! Hallo, in diesem Video geht es um Power Automate in Kombination mit Copilot. Genau genommen geht es um zwei coole Interaktionen mit Copilot. Zum einen kann dieser nun einen Flow für uns beschreiben und wir können ihn mittels einer Fragestellung dazu bringen. Ich frage den Copiloten jetzt, ob er mir beschreiben kann, was dieser Flow macht. What does this flow do? So, hier haben wir nun die Antwort, dass dieser Flow eine HTML-Tabelle erstellt und diese mir dann per E-Mail zusendet. Das ist korrekt, das sind genau die Aktionen, die wir hier sehen. Zum anderen kann der Copilot für uns einen Flow erstellen. Das Ganze geht, indem ich ihm hier eine Ausgangslage beschreibe. Ich möchte, dass der Flow mir eine E-Mail sendet, wenn ein Item einer SharePoint-Liste erstellt wurde. Also schreibe ich nun hier, send me an E-Mail, when an item is created. So, er schlägt mir hier eine Aktion vor, send an E-Mail. Was er leider hier gerade nicht verstanden ist, dass er auch mir sozusagen den passenden Trigger dafür aussuchen soll, sondern hier fehlt noch die Aktion der SharePoint-Liste. Copilot ist noch nicht ganz ausgereift, aber er hilft schon sehr bei der Umsetzung unserer Power Automate Flows. Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf wenden Sie sich gerne an uns. Hallo zusammen, ich bin Stefan aus dem Consulting und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie wir Dateien per E-Mail nach SharePoint senden können. Dabei müssen wir unterscheiden zwischen SharePoint On-Premise, also der SharePoint gehört uns selber, wir sind für die Wartung der Server verantwortlich, und SharePoint Online, wir nutzen die Microsoft Cloud. Zunächst möchte ich das zeigen, wie das in SharePoint On-Premise funktioniert. Wir sind hier in einer Dokumentbibliothek und an die möchte ich gerne per E-Mail eine Datei senden. Gehen wir mal in die Bibliothekseinstellungen dieser Bibliothek und unter dem Punkt Kommunikation können wir sehen, dass es hier Einstellungen für eingehende E-Mail gibt. Und ich kann die aktivieren. Standardmäßig sind die nicht aktiviert, diese Einstellung, oder ist das nicht E-Mail aktiviert, die Bibliothek. Wenn ich den Radio-Button hier oben auf Ja umstelle und hier vorne noch die E-Mail-Adresse definiere, dann ist die Bibliothek E-Mail aktiviert. Das habe ich also im Vorhinein schon getan und ich habe hier auch eine E-Mail schon vorbereitet.
die ich hoffentlich schnell finde. Da ist sie. Hier sehen wir also die E-Mail-Adresse. Wir haben den Betreff, Test und wir haben den anderen. Und ich klicke jetzt mal auf Senden. Und es wird jetzt so ein, zwei Minuten dauern, bis das Dokument dann tatsächlich in der Bibliothek eingetroffen ist. So, es hat tatsächlich gerade mal so anderthalb Minuten gedauert und da ist unsere Datei, sie ist jetzt also angekommen und damit haben wir die Anforderung in SharePoint On-Premise einfach und schnell erledigt. Wechseln wir mal rüber nach SharePoint Online. Da ist das Ganze leider nicht mehr so einfach, denn wenn wir hier unter dem Punkt Kommunikation gucken, dann sehen wir, es gibt gar nicht mehr die Einstellung für eingehende E-Mail. Wir können eine SharePoint Online-Bibliothek nicht E-Mail aktivieren. Wir müssen uns also ein Workaround dafür überlegen, wie bekommen wir unsere Anhänge aus E-Mails in unsere SharePoint-Bibliothek. Die Variante, die wir dafür verwenden bei N-Team und die sich bewährt hat in unseren Projekten, möchte ich Ihnen gerne zeigen. Und zwar geht es darum, dass wir uns zunächst eine Office 365-Gruppe anlegen. Das macht man am besten in Microsoft Outlook. Da gibt es nämlich links unten unter den eigenen E-Mails und möglicherweise den Favoriten, die man sich gesetzt hat, gibt es den Punkt Gruppen. Und mit Klick auf Neue Gruppe kann ich mir eine neue Office 365-Gruppe anlegen. Wofür brauchen wir diese Office 365-Gruppe? Die hat ein eigenes Postfach. Und damit haben wir jetzt eine E-Mail-Adresse in der Cloud, an die wir zunächst einmal Dateien senden können. Das Erstellen einer neuen Office 365-Gruppe ist sehr einfach. Ich zeige es nur mal einmal kurz exemplarisch. Man geht hier auf Neue Gruppe, gibt einen Namen ein und kann dann auch schon gleich auf Erstellen klicken. Schauen wir uns jetzt hier mal diese Gruppe an, die ich jetzt genau für diesen Zweck, dass wir das Versenden von E-Mails mit Anlagen an SharePoint Online erlauben, angelegt habe. Wir sehen, eine solche Office 365-Gruppe hat eine E-Mail-Adresse. Die kann ich also verwenden, um genau in diesem Posteingang hier E-Mails zu senden. Wenn jetzt die Mail mit dem Anhang hier ankommt, dann liegt sie ja erstmal nur in diesem Posteingang. Wir brauchen jetzt also noch einen Automatismus, der dafür sorgt, dass die Anhänge aus den Mails rübergeschafft werden in unseren SharePoint Online. Die sollen also hier in unserer Bibliothek ankommen. Nun, Automatismus spricht schon dafür, dass wir einen Flow brauchen, dass wir Power Automate, da steckt ja das Wort auch drin, brauchen. Und ich habe da auch schon mal einen für uns angelegt. Wir haben also hier diesen Flow Mail Import. Wie funktioniert der? Der hat den Trigger von den Office 365 Gruppen Mail Connector beim Eintreffen einer neuen E-Mail in einer Gruppe. Das ist also nicht der Standard-Trigger beim Eintreffen einer neuen E-Mail, sondern beim Eintreffen in einer Gruppe. Es ist dann in den nächsten Schritten ein bisschen komplexer, an die einzelnen Anlagen ranzukommen. Man muss sich nämlich über den Thread zum einen einzelnen Post vortasten, um dann zu sagen, schnapp dir die ganzen Anlagen dieses Beitrags, denn in einer E-Mail können ja mehrere Anlagen sein, und dann wiederum über diese Anlagen zu iterieren, also eine Schleife zu vollziehen, und dabei haben wir hier noch eine Berücksichtigung des Dateityps, denn E-Mails neigen dazu, PNGs oder Bitmaps oder wie auch immer Bilder mit dabei zu haben, die wir da, ja, möglicherweise aus Signaturen, Schnipselchen, die möchten wir natürlich nicht in unsere SharePoint-Bibliothek importieren, sodass also es notwendig sein kann, hier noch so eine Bedingung vorzuschalten und zu sagen, okay, nur wenn der Dateityp eine von unseren drei definierten hier ist, dann erstellen wir auch in SharePoint Online unsere Datei. Und auch hierfür habe ich eine E-Mail schon bereits vorbereitet. Schauen wir uns die auch nochmal an. Die geht jetzt an unsere Office 365-Gruppe. Import SharePoint Online, hängt eine Datei dran. Ich klicke auf Senden. Hier sollte das Ganze ein bisschen schneller gehen. Ich schaue mal rüber in die Flow-Verwaltung und wir sehen hoffentlich jetzt ziemlich zügig, dass unser Flow angesprungen ist. Wir geben ihm noch eine Sekunde. Kann manchmal ein bisschen länger dauern. Diese Konnektoren unterliegen ein bisschen einer Tagesform teilweise.
unser Flow ist jetzt erfolgreich durchgelaufen. Schauen wir nochmal rein in den Verlauf der Ausführung unseres Flows. Wir sehen hier, sieht alles schön grün aus. Tasten uns mal durch bis zu unseren Anlagen. Da sehen wir auch, er hat jetzt tatsächlich nur eine gefunden und auf die trifft es zu, denn es ist eine .x-Datei gewesen und er müsste jetzt in unserer Dokumentbibliothek die Datei erstellt haben und da sehen wir sie auch, da ist sie angekommen. Also Fazit, während man in SharePoint On-Premise noch mit einem einfachen Klick eine Bibliothek E-Mail aktivieren konnte, ist es in SharePoint Online nicht mehr ganz so einfach. Wir brauchen unsere Office 365-Gruppe und wir brauchen einen Flow. Wenn Sie hierbei oder bei irgendwelchen anderen Herausforderungen Unterstützung von uns benötigen, dann sind wir natürlich wie immer gerne für Sie da. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Bis dann. Hallo, mein Name ist Alexander Bartels, ich bin von der Firma N-Team und ich werde Ihnen heute etwas über Phishing erzählen. Gerade in der Weihnachtszeit ist es so, dass vermehrt Phishing-Attacken gefahren werden. Doch was ist eigentlich Phishing? Phishing ist ein Kunstwort und es besteht aus den Wörtern Passwort, sowie Phishing. Gleich Phishing mit PA. Was soll mit Phishing erreicht werden? Es wird versucht, von Ihnen Passwörter zu stehlen, beziehungsweise persönliche oder finanzielle Informationen, die dann letzten Endes gewinnbringend für Kriminelle sind. Die gute Sache vorweg, wenn Sie Ihren Verstand einsetzen, sind Sie eigentlich dazu in der Lage, in aller Regel Phishing-Attacken selber abzuwehren. Dazu bedarf es dann keiner technischen Voraussetzungen, die Sie dafür schützen, sondern Sie können sich einfach selber schützen. Wie gesagt, mit gesundem Menschenverstand. Um Ihnen das einmal zu demonstrieren, habe ich Ihnen zwei Beispiele mitgebracht. Das hier ist ein Postfach, was viel Spam empfängt und wir gucken uns hier mal zwei Beispiele an. Lidl-Belohnungen. Glückwunsch. Sie sind unser Gewinner. Was kommt uns daran verdächtig vor? Wenn Sie nicht direkt adressiert sind, sondern Sie nur allgemein einer von vielen sind, können Sie davon schon mal ausgehen, dass es sich um Spam oder eine Phishing-Attacke handelt. Auch wenn wir in das Overlay gehen, sehen wir direkt, wir sollen hier weitergeleitet werden auf eine URL. Das sollten wir tunlichst vermeiden. Und auch wenn ich darüber nachdenke, Lidl macht englische Werbung 100% free? Ich glaube eher nicht. Wichtig ist auch immer, überprüfen Sie den Namen. Sie können hier in Ihrem E-Mail-Client einfach mal auf den Namen gehen und dann werden Sie sehen, Lidl Betreuungsservice von Beach at Doodle mit irgendeiner Schweizer URL, das ist keine seriöse E-Mail-Adresse. Ja. Auch wenn wir uns die E-Mail weiter angucken und hier mal runterscrollen, sehen wir, es landet hier irgendwo um nichts. Scrollen weiter. Dann sehen wir unten irgendwas Holländisches. Nein, das wirkt nicht im geringsten seriös. Dem sollten wir nicht nachgeben. Wie ich bereits gesagt habe, häufig sind solche E-Mails dringlich bzw. bedrohlich. Hier haben wir den Beispiel Kanzlei Schröder und Berger. Ja, das könnte schon durchaus dringlicherer Natur sein. Die Mail ist gar nicht mal so schlecht gemacht. Sie ist auch an mich adressiert. Hallo Alexander Bartels. Und auch wenn wir uns den Absender angucken, Kanzlei@Schröder-Berger, da könnte ja was dran sein. Wenn wir uns jetzt bei Google Maps angucken würden, Hohe Allee 56 in Berlin, da gibt es gar keine Kanzlei Schröder und Berger. Ja, eigentlich eine recht schöne Phishing-Mail. Gar nicht mal so schlecht. Wir sollen natürlich jetzt auf die externe Seite gehen, aber ganz wichtig, wenn Sie derartige E-Mails bekommen, niemals auf die Links klicken. Ja? Sie werden dazu verleitet, am besten noch Sachen runterzuladen, die auszuführen. Die sehen dann im Zweifel aus einfach wie eine harmlose Datei, wie eine PDF-Datei, aber ab da kann es dann richtig böse werden. Deshalb einfach am besten sowas löschen. Ja? Um sich weiter davor zu schützen, wählen Sie am besten einen E-Mail-Client bzw. einen E-Mail-Service, der automatisiert Phishing-Mails rausnimmt. Wir sehen auch hier, ich will jetzt keine Werbung für den Provider hier machen, aber normalerweise werden Spam-Mails trotzdem weggefiltert. Ein bisschen was bleibt übrig, da der Service einfach nicht so gut ist, wie wenn Sie was Teures nehmen, würde ich jetzt mal behaupten. Auch fehlt hier bei dem Anbieter die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wenn Sie für Ihren
E-Mail-Dienstleister Zweifaktor-Authentifizierung aktiviert haben, haben Sie den großen Vorteil, dass selbst wenn Ihr Passwort mal geklaut würde, der zweite Faktor fehlt. Ja, Sie müssen also Ihren Login dann mit Ihrem Handy beispielsweise bestätigen und das könnte der Angreifer nicht machen. Selbst wenn er mal Ihr Passwort erbeutet hätte, so kann er dann nicht im Namen von Ihrer E-Mail schreiben, beziehungsweise wenn Sie Zwei-Faktor-Authentifizierung auch für, sagen wir, PayPal oder für Ihren Online-Banking genutzt haben, dann sind Sie dort auch schon auf der sichereren Seite. Ja. Nutzen Sie auf jeden Fall, wo Sie können, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Nutzen Sie E-Mail-Clients mit eingebauter Spam- und Phishing-Erkennung und zu guter Letzt versuchen Sie immer, sich über aktuelle Betrugswarnungen zu informieren. Das ist manchmal leichter, als man denkt. Es geht immer wieder in den Medien rum, wenn wieder eine große Attacke gefahren wird, dann erhöht sich die Bedrohungslage und dann wird man oft auch darüber informiert, auch auf einfachen Kanälen. Da muss man jetzt nicht Einschläge, IT-Seiten dazu lesen, sondern es reicht manchmal auch, die normalen News zu folgen. Wenn Sie jetzt Fragen haben zu Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Spam-Filtern oder ähnliche Fragen, die sich auf Phishing beziehen, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Wie Sie wissen, wir vertreiben M365-Produkte bzw. Outlook. Wir sind hier gut aufgestellt und können Sie hier gerne unterstützen. Sie finden uns auf den üblichen Kanälen. Wenn Sie sich auf dieser Seite gefunden haben, wissen Sie auch, wie Sie uns kontaktieren. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen eine schöne Weihnachtszeit bzw. frohe Weihnachten. Hallo zusammen, ich bin Melanie vom M-Team aus der Personalabteilung und ich möchte euch heute zwei Microsoft-Tools vorstellen, die wir nutzen, also intern nutzen, um unsere Kompetenzen zu pflegen, also so ein bisschen das Weiterbildungsthema auf dem Schirm zu haben und auch so die Projektarbeit der Kollegen zu unterstützen. Und zwar seht ihr hier Microsoft Dynamics, wo wir eine Liste haben, in der wir unsere Qualifikationen und Zertifizierungen pflegen. Und die sind so verschiedenen Fokusthemen zugeordnet. Und diese Merkmale, wie sie hier genannt werden im PMU, heißt es bei uns, das Dynamics, kann man den Ressourcen dann mit verschiedenen Fachlehrern zuordnen. Und damit man da natürlich auch schneller einen Überblick bekommt und das einfach ein bisschen schöner und übersichtlicher ist, hat uns unsere tolle Kollegin aus dem Consulting-Team hierzu einen Power BI-Bericht erstellt. Und ihr könnt schon sehen, da hat man gleich auf einen Blick so nach Fokusthemen die einzelnen Qualifikationen hier auf dem Schirm und kann die verschiedenen Expertenlevel sehen mit Farben. Und man kann eben diese Übersicht für die Kompetenzen machen und auch für Zertifizierungen. Und auch geplante so Weiterbildungen abbilden, was eine super Sache ist, um einfach das auch ein bisschen auf dem Schirm zu haben. Und diesen Bericht nutzen wir eben unter anderem, um zu gucken, ne, in welchen Themen haben wir Bedarf, wo muss ich weitergebildet werden, sind da vielleicht zu wenig Mitarbeiter. Das hilft auch dem Vertrieb zu gucken, in welchen Themen sind wir gut aufgestellt, wo können wir Aufträge annehmen. Und es ist auch eine Hilfe und Unterstützung für unsere Projektleiter, wenn die zum Beispiel merken, dass sie irgendwie in Personalengpässe kommen oder dass sie doch weiteres Know-how für verschiedene Technologien brauchen, dann können die eben auch diesen Bericht nutzen und gucken, ne, wen von unseren Kollegen können sie ansprechen und wer kann da im Projekt weiter unterstützen und aushelfen. Genau, also eine super Sache. Und genau, das war's schon. Fröhliche Weihnachten von den Textweihnachtswichtel. Nein. Sie haben sich bestimmt schon mal gefragt, wie man Prozesse dokumentiert und das zur Weihnachtszeit. Und das auch in einer sehr einfachen Variante. Das habe ich mir gedacht. Da haben wir eine Lösung für Sie. Wir sind die Nintex und Nintex ist eine Softwarefirma, die Prozessdokumentation und Prozessautomation macht. Und wir machen es ein bisschen anders. Und zwar möchten wir das für alle Menschen einfach halten. Das heißt, vielleicht kennen Sie Prozessdokumentation über komplizierte BPNN-Tools oder über Visio oder vielleicht schreiben Sie es auch noch auf. Das ist alles ganz gut. Allerdings ist es schwierig, wenn man das Ganze kollaborativ nutzen möchte und vor allem auch einfach nutzen möchte. Weil jeder soll diesen Prozess konsumieren und nicht nur die Leute, die es wirklich verstehen.
Und das möchte ich Ihnen heute einmal zeigen. Sie sehen hier einmal einen Prozess, der ist von oben nach unten dokumentiert. Sieht eigentlich aus wie eine normale Prozessdokumentation, aber wir haben da so ein paar Sachen eingebaut, die es ein bisschen einfacher machen. Zum Beispiel geht es jetzt hier darum, einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Und einen Weihnachtsbaum kaufen hat ja verschiedene Steps. Man muss ihn erstmal kaufen, dann muss man ihn transportieren und dann muss man den Baum aufstellen. Das sind alles Punkte, die man nacheinander erstellen muss. Und nicht unbedingt jeder weiß, wie man vielleicht einen Baum aufstellen soll. Jetzt kann man das kompliziert machen und alle Informationen gebündelt auf ein BPN-Notationsblatt zu schreiben. Oder man kann es so machen wie wir, nämlich ein bisschen einfacher. Jeder Step ist bei uns aufgeteilt in verschiedene Blöcke und in jedem Block findet man dann die Informationen, die man machen muss. Wie zum Beispiel, vielleicht sollte man vorher ein Wohnzimmer schmücken. Was man aber auch machen kann, ist zum Beispiel Notizen eintragen. Ja, das ist auch was, was ganz angenehm ist und jeder versteht, wie das Ganze ist. Ja, wenn man jetzt einmal was editieren möchte, dann geht man einfach auf den Editieren-Modus und geht in den Procedure. Das Interessante hier ist, wir malen nicht. Wir müssen nichts auf einem Blatt Papier malen, also dieser Schritt entfällt. Nämlich unser Tool macht das Ganze ganz alleine. Wenn ich jetzt eine neue Activity hinzufüge, dann kann ich das machen. Ich kann ja eine Rolle hinzufügen und ein paar Notizen. Oder auch zum Beispiel ein Bild oder eine Policy. Habe ich das gespeichert, wird automatisch das Bild generiert, ohne dass ich irgendwas machen muss. Und das spart Zeit und Nerven, vor allem vor Weihnachten. Auf Wiedersehen.